noch zweimal siegen, noch zweimal die Pflicht erfüllen für die lang ersehnte Kür namens Finale. In der Halbfinal-Best-of-Five-Serie führen die Wasserfreunde Spandau 04 gegen den SSV Esslingen bereits mit 1:0. Gewinnen die Berliner nun auch die beiden aufeinanderfolgenden Heimspiele, geht die Saison fürs 04er-Team so richtig los. Jährlich grüßt der SSV, könnte man sagen. Der Schwimmsportverein Esslingen ist schon sowas wie der Stammgegner auf dem Weg ins Finale. Der Spandauer zum dritten Mal in Folge spielen die Wasserball-Giganten gegen die Schwaben in den Playoffs. Jedes Mal mit dem besseren Ende, na klar, auf Seiten der Hauptstädter. Kein gutes Omen also fürs Bernd-Berger-Team. Naja, immerhin kamen die Jungs aus Esslingen pünktlich, anders als die Viertelfinalgegner aus Krefeld. Auf jeden Fall pünktlich genug, um sich gleich mal drei Dinger einschenken zu lassen. Berlin in den schwarzen Kappen, die ersten drei Minuten mit meisterlicher Souveränität. Man befürchtete bereits früh ein Gemetzel nach bester Spandau-Manier, doch dann wurde es erst einmal knapper als erwartet. Marin Restovic ließ hier die größte von einigen dicken Chancen liegen, doch das war nicht der einzige Unterschied zum ersten souveränen Halbfinalspiel in Esslingen. Wir haben einfach konzentrierter verteidigt, wir haben gar nicht zugelassen. Wir haben so stark hinten gepresst, dass sie kaum Angriffsmöglichkeiten hatten, kaum Möglichkeiten hatten, Tore zu machen. Und das haben wir heute leider nicht so gut gemacht. Folglich war es das dann mit dem meisterlichen Spiel. Esslingen nutzte die Lücken in der Spandauer Abwehr ein ums andere Mal. Zur ersten Viertelpause stand es dementsprechend nur 6:4. Ein annehmbares Zwischenergebnis für ein Team, das mit Heiko Nossek auf die Stütze der Mannschaft verzichten musste. Er hat eine Knieverletzung sich zugezogen beim letzten Spandau-Spiel. Deswegen muss er heute aussetzen, weil wir ihn auch schonen wollen für das Spiel um Platz 3 dann wahrscheinlich. Die Jungs von Petar Kovacevic, also alles andere als zufrieden mit dieser schlechten Laune, normalisierte sich dann auch der Spielverlauf allmählich. Die Wasserfreunde ließen ab und zu den Meister raushängen. Zur Halbzeit stand so 11:5. Sieht ja eigentlich ganz annehmbar aus, doch so richtig glücklich wurde heute kein 04er. Das war vor allen Dingen in der ersten Halbzeit in der Verteidigung gar nichts. Und in der zweiten war es dann ein bisschen besser. Am Ende haben wir dann noch 2, 3, 4, 5 Tore draufgelegt. Aber das waren so die Hauptpunkte, dass wir da einfach ohne Spannung verteidigt haben. Genau, das ist Berlin. 20:8 gewonnen, dennoch nicht zufrieden. Das zog sich jetzt durch die komplette Saison. Dieser Ehrgeiz aber wohl ein Grund für die Berliner Dominanz in der deutschen Wasserballliga. Die Spandauer wollen schließlich auch mal wieder richtig international angreifen. Dazu aber wieder mehr in der neuen Saison. Jetzt steht der Meisterschaftskampf im Mittelpunkt. Das war also der erste Streich. Der zweite folgt zugleich und zwar am Sonntag. Da können die Jungs von Petar Kovacevic das Finale klar machen. Dazu ein Update aus der Ferne. Der ASC Duisburg gewinnt das zweite Halbfinalmatch mit 9:8 bei Waspo Hannover. Mit noch einem Sieg für den Amateursportclub am Sonntag gäbe es eine Wiederholung des Finals vom letzten Jahr.